Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Video über das diesjährige Halloween-Outfit. Nein, nicht das, was ich gerade trage, sondern das Outfit, das man bekommt, wenn man die lilafarbigen Seelensplitter einlöst. Und zwar, ich ziehe mich mal ganz schnell um, da könnt ihr sehen, was so alles dabei ist. Also, wir haben hier einen Hut für den Reiter, ein Oberteil, eine Hose, Schuhe und Handschuhe. Hallo Clementine. Du störst. Das klang übelst gemein, ich weiß. Nein, alles gut. Und dann haben wir Zaumzeug, Decke, Sattel, Wickelgamaschen, eine Satteltasche und noch Accessoire für das Pferd. So, und damit das Outfit natürlich komplett ist, nehme ich mal hier noch meinen Kürbis in die Satteltasche und ziehe mir mal meine Katzenmaske ab. So, okay. Ja, das ist das Outfit. Sieht das nicht mega stark aus? Moment, Taste, genau, ich habe gerade die Taste nicht gefunden. Ja, das Outfit nennt sich kapriziöse, lese ich das richtig? Kapriziöser Karnevalshut? Was ist das denn für ein Wort? Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Okay, ja, also auf jeden Fall ein Karnevalhut, Karnevalstop. Warum eigentlich Karneval? Wir haben Halloween, du meine Güte. Ja, die Hose dazu, Karnevalshose, Karnevalshandschuhe und Karnevalsstiefel. Das Pferd trägt Karnevalssattel, Karnevalszaumzeug, Karnevalsdecke. Nee, das ist nicht Champi-tauglich, genau. Also das ganze Set hat zwar minimale Werte, aber leider keine Champi-Werte. Leider, leider, leider Gottes, aber immerhin Werte. Immer noch besser als gar keine. So, dann gehören natürlich hier diese Gamaschen dazu. Und Kopf- und Schweif-Accessoire, das ist in diesem Falle eine Feder. Beziehungsweise Federn. Und dann natürlich eine passende Satteltasche dazu. Und weil der diesjährige Kürbis dazu passt, habe ich den jetzt einfach mal als Haustier genommen. So, und wir gucken uns alles natürlich wieder ganz genau an, wie das so ausschaut. Also der Look ist ganz cool. Lila, Pink und Gold. Finde ich sehr stimmig. Sieht sehr schmuck aus. Und der sieht wirklich so ein bisschen aus wie Karneval und nicht wie Halloween. Aber ich finde es trotzdem okay. So, hier haben wir einen riesengroßen Hut. Ne? Lila mit goldenem Rand und zwei Federn. So, das Oberteil, das ist wieder so ein Wrack mit einem wunderschönen Plastron. Der Plastron, der ist aber natürlich wieder nicht 3D-mäßig gearbeitet, sondern einfach nur aufgemalt. Das finde ich echt schade. Hier haben wir ja weiße Handschuhe mit ein bisschen Schwarz und Gold auch mit dran. Sehen eigentlich ganz hübsch aus. Die Hose finde ich richtig schön. Moment, ich steig mal kurz vom Pferd ab, da sieht man die besser. Guckt mal. Da haben wir noch so wie Strümpfe unten dran, oder? Ja. Eine schwarz-lilafarbene Hose mit goldenem Rand und darüber haben wir so weiße Strümpfe gezogen. Und die Schuhe sehen ja auch mega stylisch aus. Okay, die finde ich irgendwie süß. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt im Video. Aber das Muster, was hier so eingearbeitet wurde, das sieht ja richtig detailmäßig aus. Also wirklich richtig fein gearbeitet und so. Also richtig schönes, kleines, feines Muster. Es gefällt mir hier wirklich richtig gut. So, dann setze ich mich mal aufs Pferd. Das Pferd trägt... Kopf hoch. Das Pferd trägt... Achso, die Quarter kriegen ja ihren Kopf nicht ganz so weit hoch, aber das passt schon alles. Ja, das Zaumzeug, wunderschön. Das Lila finde ich super, super schön. Vor allem, wie das glänzt und schimmert. Ne? Auch die Zügel. Das gefällt mir richtig gut. Hier der Riemen, der Stirnriemen und der Nasenriemen, die sind auch wieder gold gehalten. Sieht ganz toll aus. Dann haben wir hier den Sattel, den ihr gerade nicht seht, weil ich drauf sitze. So, aber jetzt könnt ihr den sehen. Ja, ah, auch hier auf dem Sattel haben wir ein richtig, richtig schönes Muster. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig schön aus. Hat Star Stable sehr gut gemacht. Gut, der Sattel ist vielleicht etwas bunt, weil wir haben hier, wie gesagt, lila, wir haben pink, wir haben schwarz, wir haben gold. Vor allem hier unten. Ja, das ist mir hier mit dem lila und dem schwarz. Da hätte ich mir gewünscht, dass die ebenfalls, dass die hier statt das schwarz vielleicht nochmal das pink genommen hätten oder so. Weil irgendwie, ich weiß nicht, das schwarz passt irgendwie jetzt nicht so gut rein. Aber okay, und warum ist das eigentlich so verpixelt? Ist es bei euch auch so verpixelt? Kann ich gerade nicht so verstehen. Das hat Star Stable schon mal besser bekommen. Hinbekommen. So, die Satteldecke sieht dementsprechend so aus. Eine wunderschöne lilafarbene Satteldecke mit goldenen Rand. Und hier auch noch wie, ich weiß nicht, ob das weiße Spitze sein soll, was hier noch dran klebt an der Satteldecke. Kann ich euch gerade nicht sagen, aber ja.
Das ist die Satteldecke. Gehen wir gleich mal zum Schweifschmuck über. Das sind dieselben Federn, die wir an unserem Hut tragen. Also so eine lilafarbene Feder mit weißen Spitzen. Ich glaube, dasselbe trägt das Pferd auch am Kopf. So, ja, wunderbar. Das klappt ja. Das klappt ja richtig gut. So, genau. Hier habt ihr nochmal den Kopfschmuck. Hier die zwei Federn, natürlich auch lila, mit weißen Spitzen. Und dann kann ich euch gleich die Gamaschen zeigen. So sehen die aus, auch in lila und pink mit goldenen Rand oben und unten. Alles sehr stimmig, sehr schön, gefällt mir richtig gut. So, die Satteltasche möchte ich euch noch zeigen. Genau, die zeige ich euch jetzt mal. Platziere ich gleich mal meinen Kürbis drinne. Drinne? Ja, doch, drinne. Was süß, wie der da so drinne hockt. Das ist so knuffig. Ja, der passt halt auch, ne? Der passt zum Outfit, der passt zum Pferd. Also, das passt. Ja, natürlich ist die Satteltasche ebenfalls in Pink, Lila, hier mit so einem schwarzen Gurt, einer goldenen Gürtelschnalle und auch hier unten wieder einen goldenen Rand oder mit einem goldenen Rand und goldenen Nähten und einer lilanen und pinkfarbenen Feder verziert. So wollte ich das sagen. Und auch hier guckt mal, die Satteltaschenklappe, die hat auch genau dasselbe Muster. Oh mein Gott, was ist schon wieder los? Genau dasselbe Muster wie hier auf dem Sattel. Das wollte ich sagen. Und der kleine Kerl guckt uns hier so zuckersüß an. Es ist wunderbar. Es ist einfach nur zuckersüß. So, dann mache ich mich mal wieder sichtbar, denn ich glaube, zu diesem Set gibt es auch noch eine richtig schöne Maske im Shop. Die Werte, ja, wie gesagt, hat wirklich nicht die besten Werte. Hier zum Beispiel kein Reiten auf den Hut, zum Beispiel wirklich nur Befehl und Pflege. Ja, Reiten nur plus 3 auf das Oberteil, Reiten plus 3 bei der Hose. Ja, Befehl und Reiten auch wieder nur auf den Handschuhen. Und die Stiefel haben Reiten und Springen, aber natürlich auch nicht die höchsten Werte. Also nicht der Rede wert. Hier auch Geschwindigkeit, was eigentlich plus 3 haben sollte, hat hier nur plus 1. Genauso wie beim Zaumzeug und bei der Satteltasche. Und ja, also dieses Outfit hat zwar Werte, was ich wirklich gut finde. Also man ist nicht total langsam unterwegs mit diesem Set, aber es ist halt auch nicht geeignet für Championate. Aber schön ist es trotzdem. Also ja gut, für Halloween kann man es jetzt nehmen, weil... Oh Gott, das war gerade laut. Was war das? Oh, vielleicht muss ich mal den Sound ein wenig runterdrehen. Ja, mal gucken. Da schwebt gerade jemand hoch hinaus. Okay, ich gehe mal kurz zum Maskenshop. Da war, glaube ich, eine lilafarbene Maske ebenfalls mit goldenen Rand. Das müsste, glaube ich, die hier sein, oder? Nee, die hier. Nein, hier die Schmetterlingsmaske. Ja, die kaufe ich mir jetzt mal für 25 Starcoins und setze mir die gleich mal auf, weil die hat genau die gleichen Farbe. Die gleichen Farben. Ich lasse irgendwie immer Wörter und Buchstaben weg heute. Was ist los? Und warum ist die Musik gerade so bedrohlich? Ich gehe mal wieder kurz auf die Insel vom kopflosen Reiter. Da war die Musik irgendwie anders. Wow. Und da ist das Pferd des kopflosen Reiters. Oh ja. Hört ihr das? Schon ist die Musik ruhiger geworden. Fantastisch. Ja, okay. Da seht ihr es. Das ist die Maske dazu. Die Schmetterlingsmaske für 25 Starcoins. Die sieht mega cool aus, oder? Wenn ihr euch das jetzt so anguckt. Mega. Die Farben auch. Stottern wird zusammengeschrieben. Hier auch dieses Lila und dieses Gold. Das spiegelt sich eben auch im kompletten Outfit wieder. Und guckt mal. Die Qualität der Maske. Die Maske sieht richtig, richtig gut gearbeitet aus. Und das andere Outfit. Es ist total verpixelt. Seht ihr das? Auch hier oben die Federn und hier die goldene Schnalle. Das ist alles total verschwommen irgendwie. Verstehe ich nicht. Komisch. Ja, an sich ist das jetzt, glaube ich, vom Detailgrad nicht so gut gearbeitet. Von Weitem geht's. Dann sieht das wirklich richtig gut aus. Aber wenn man rangeht, dann wirkt das so verschwommen und verpixelt. Und das finde ich jetzt nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, es hat ein paar Werte, ist immer noch besser als gar nichts. Es sieht generell eigentlich ganz schick aus und man kann es auch nicht nur zu Halloween tragen, sondern wie gesagt auch, es heißt ja Karneval, also es ist halt ein Karneval-Outfit, das heißt für die Karnevalzeit kann man es auch tragen oder generell, wenn man farbenfroh unterwegs ist und diese Art von Outfit und auch die Farbe mag, dann kann man das tatsächlich sogar ganzjährig tragen. Außer vielleicht zur Weihnachtszeit, ja okay, aber ansonsten, ich finde das ganz schick.
Was sagt ihr? Habe ich euch eigentlich alles gezeigt? Ich denke schon, nicht, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Okay, ja, ihr Lieben. Ich möchte nicht weiter quatschen, deswegen beende ich das Video an dieser Stelle. Was sagt ihr zu dem diesjährigen Outfit, was man hier durch diese Splitter einlösen kann? Ich persönlich finde es okay. Es wird zwar auch wieder meinen Kleiderschrank versauern, weil es keine Werte hat, weil ich zurzeit halt wirklich nur ja, Outfits trage, die wirklich Werte haben, weil die sind ja nicht nur gut geeignet für Chumpies, sondern generell, wenn man durch Star Stable reitet und eine Quest oder sowas macht oder keine Ahnung was, da möchte man ja auch sehr schnell unterwegs sein. Also ich persönlich bin eine Spielerin, die wirklich sehr schnell durch Star Stable sich fortbewegt. Und dann muss das Outfit und die, ja, die, das, oh Gott, nochmal bitte, Bella, reiß dich zusammen. Es tut mir leid, ich stottere heute ganz schön. Ja, dann ist es natürlich auch gut, wenn die Sachen vom Pferd natürlich auch Werte haben und man eben ganz schnell vorankommt und ja. Ja, gut, egal. Ich find's trotzdem schön. Was sagt ihr? Schreibt's mir in die Kommentare. Nein, müsst ihr natürlich nicht. Okay, ja, an dieser Stelle beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.